Kennst du das auch? Du bist bei einem Freund zu Hause und der bringt plötzlich noch einen Kumpel mit, den du überhaupt nicht kennst. Alles schön und gut, aber plötzlich lässt dich dein Kumpel mit der fremden Person alleine. Und man denkt sich genau in diesem Moment: Nein, bleib da! Dann bist du hier richtig, denn nach dem Intro wird es genau um dieses Thema gehen. Man ist nun ganz allein mit einer fremden Person in einem Zimmer und fühlt sich total gezwungen, sich mit ihr zu unterhalten. Wie es zu so einer Situation kommen kann, fragt ihr euch? Naja, ihr kennt bestimmt diese Situation, wenn... Sorry, Robby, das ist mein Kumpel, nicht Mandy. Oh, hi. Hallo. So, ich lasse euch beide mal ganz geschwind alleine, gell? Ich muss kurz aufs Klo flitzen. Ich habe gestern Sauerkraut gegessen und es schießt durch wie eine chinesische Handgranate. Ich sag's euch, Leute, also wirklich, ich kann nicht schnell zu Spaß, gell? Tja, so einfach kann's gehen. So, wie verhalte ich mich jetzt am besten? Da gibt es verschiedene Kategorien. Ich muss leider zugeben, dass ich zu der Gruppe gehöre, die immer so einen künstlichen Smalltalk anfängt. Ich sag euch eins, das geht fast immer schief. Witzig. Okay, Gespräch starten. Und? Woher kennt ihr euch? Wir waren mal in der Klasse. Okay, cool. Cool. Heute ist ein richtig cooles Wetter, ey. Ja, schon. Unangenehm. Sag ich doch, aber ich sollte mir einfach ein Beispiel an euch nehmen. Ich bin mir nämlich zu 99,99% sicher, dass sich die meisten von euch in dieser Situation folgendermaßen verhalten. Ich tue lieber so, als ob ich beschäftigt bin. Ich auch. Oh Mann, wann kommt er wieder? Hi Sandy, ich glaube, der Typ neben mir will was von mir. Wer kann's ihm verdenken? Boring. Gib's zu. Dabei könntet ihr aus so einer Situation so viel mitnehmen, zum Beispiel einen neuen Erzfeind. Ey, ich will ja nichts sagen, aber du bist voll hässlich. Du bist hässlich? Hast du überhaupt mal in den Spiegel geschaut? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Mund gesehen, du hässlicher Breitmaulfrosch. Ach ja, und was ist eigentlich mit deinen Haaren los? Guck die dir mal an. Voll verfilzt und verknotet. Voll ekelhaft. Tja, das Problem kennst du nicht, hä? Wundert mich auch nicht, wenn man fast eine Klatze hat. Jetzt sag ich dir mal was, ich setz mich nur rein, kommst, du kennst mich nicht mal, ja? Und dann machst du mich hier gleich so dumm von der Seite kannst, okay? An. So was, ich bin eine ständige Person und sowas machst du überhaupt nicht. Ja, okay, das ist vielleicht nicht strebenswert, aber ihr könntet genauso eure große Liebe finden. Ey, du bist voll hübsch. Ah, du bist aber auch voll schnuckelig. Ich liebe dich. Ja, ich will. Lass uns Kinder kriegen. Und dann nennen wir sie Ashley und Brian. Ich kauf uns ein Haus. Meine Eltern werden dich lieben. Nicht so sehr, wie ich dich liebe. Oh. Oh. Wie geht ihr eigentlich mit so einer Situation um? Schreibt's einfach unten in die Kommentare. Mit genau dieser Episode meines Serienprojekts kennst du das auch? Nehme ich an Next Up Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.